Wahrscheinlich, wir sind so ein Drogenbaron. Ja, wir sind hier bei meiner Geburtstagsfeier. Wir haben die Bitches voll am Start. Hier, der Ultra. Nicht schon wieder mich. Du bist erste Reihe. Anscheinend. Ich will dir was anderes hören von dir. Sehr gerne. Ein Sommer wie damals. Du bist um keinen Tag gealtert. Aber ich habe wie Rodi Cervia. Ein Schatten meiner selbst. Was willst du trinken? Ich bring dir alles. Gar nichts. Du bist auf meiner Geburtstagsfeier. Willst du bestehen bei meiner Geburtstagsparty? Das habe ich doch schon längst. Ich glaube, du musst einen großen Rucksack mit haben. Der war leer, wie ich gekommen bin. Kontenance. So, wir sitzen hier nach 16 Jahren. Romantisch. Du hast einen romantischen Platz ausgesucht für unser Wiedersehen. Wunderschön. Erzähl mir was, was hast du gemacht eigentlich so? Die letzten 15 Jahre. Wie viel Zeit haben wir? Wesentlich. Willst du das vielleicht moderieren? Ingrid Thurnherr ist auch heute hier. Sie versucht krampfhaft die Moderation zu übernehmen. Aber das lasst du mir nicht gefallen, Frau Thurnherr. Ich glaube, sie ist natürlich Frau Thurnherr. Okay. Wie viel Zeit haben wir? 16 Jahre. In wie viele Sätze? Ich habe ja einen eigenen Club gehabt, gehostet, einen Club am Mittwoch, wo war quasi Mama-Robert-Tag. Hast du denn da Eintritt verlangt? Ich gar keinen. Ich dachte, du hast das gehostet. Nein, ich war einfach nur dort, ich war einfach nur schön, ich war einfach nur nett. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Und du wurdest und dafür bezahlt. Geflirtet. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Mit dir bin ich nicht gern allein. Das ist eine Diskothek, aber ein Abend dort. Habe da ein schönes Gewandel angehabt. Ich bin durch die Reihen geschlendert. Unspektakulär, so wie ich halt bin. I am what I am. Schwiegermutter, die mich dazu gekauft hat mit Kostümen, Burgi. Ja? Ja? Jetzt möchte sie schon wieder einkaufen gehen. Licht ist sehr gut. Na, Traum, ich schaue aus. Ist ja nur 10 Jahre jünger. Ist das nicht die Kamera ist, sondern du? Jetzt krieg ich Angst. Woher kommt diese Auto-Affinität? Mit 7 Jahre gefreut am Führerschein. Naja, ist so. Na gut, so. Wenn ich mit 8 mache, dann freue ich mich. Da habe ich den Plastiktraktor-Führerschein gemacht. Mit 8. Nein, wirklich nicht. Aber ich bin mit 15 schon heimlich gefahren. Mit Opa so ein Auto. Das war orange und ein R6. R6? Mhm. Ich bin nur ein R8. Ja. Was ist ein R6? Ein Renault. So ähnlich von der Machart her wie der R4 und der war ja sehr bekannt. Sag mal, das Studentenauto, Käfer Mini R4. Was fährst du jetzt gerade für ein Auto? Sag ich nicht. Also ist es so ein tolles Auto oder was? Aber kein Ferrari oder sowas? Nein. Oder ein Porsche? Nein, leider nicht. Porsche, ja. Porsche, muss ich ehrlich sagen, der fährt mir noch. Ich hätte gerne einen Porsche, aber ich bin nicht bereit dazu. Nein, Oldtimer hätte ich auch ganz gern, da gäbe es einige, aber da traue ich mich nicht. Welche Marke? Ein Stern, wie die Fußballer sagen. Die Fußballer sagen, dann schaust du einen Stern drauf. Und dann AMG oder was? Nein. Offene E-Klasse. Ja. Ist das so tragisch oder was? Schon ein bisschen auf dicke Hose, oder? Offene E-Klasse. Nicht offene Hose, dicke Hose. Aber offene E-Klasse. Offene E-Klasse. Was für ein Baujahr? 11. Wie alt der ist? Oh, 81.000. Naja, geschlecht, ey, was der dicke Hose. Bis so 81.000 Kilometer, der ist ja auch. Der ist ja schon. Der ist dann gepudert. Der dicker Leben. Na, so oben machen musst du das auch wieder nicht, ja? Nein, aber wenn ich mir jetzt echt dachte, das traue ich mir nicht sagen. Nein, das dann mir echt gedacht, boah, was kommt jetzt? Schon ein tolles Auto, ja. Schon, die Kurven kriegt er nicht mehr. Wir könnten ja vielleicht einmal eine Spritztour machen, wir zwei. Blauer Sommerabend, wir zwei im MB Cabriolet. Doch, immer glaube, du ist doch das kein BMW. MB Mercedes. Was heißt Wind in die Her? Wo du hast da keine Ahnung. Ach so, ja. Ich habe nicht gesagt, Wind in die Her. Du hast gesagt, Wind in die Her. Da müssen wir vorher zum Witte fahren am Startmarkt. Witte, auf der Perücke aus. Außer du hast ein Loch im Sack, dann kannst du auch spielen Wind in die Her. Was macht denn der? Ist der schlecht, Fleming? Ach so, jetzt check ich's. Ich möchte doch was machen.
Ja, also okay, jetzt weiß ich, worum es geht. Ich kriege jetzt. Ich schaue jetzt mit den Torten, aber ich tue es also wie gar nicht. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wir haben dann. Scheiße, die brauchen ewig. Na gut, jetzt sind ja viele Kerzen. Das war leider gut. Wie alt bist du? 34. Ja, ich bin schlecht im Kinderheim damals. Im Kinderheim. Wie alt bist du? Was bist du für Jahrgang? 82, kannst du nicht rechnen? Na, ganz schlecht. Wir gratulieren den Geburtstagskind. Das bin ich. Es gerappet, wen alle, alle. Ein bisschen mit singt die Leni. Habt ihr das gehört, die Leni? Ja, singt gleich mit. Wir sind erschüttert. Es gerappet. Happy Birthday, lieber Ma. Was bin ich? Weil der Wind schon gemacht hat, gell? Windy, meine Kerze. Aber das sind wir netter. Funktionieren. Ja. Das ist ein violettes Messer, das greift da. Sich einmagelieren. Komm her da. Na, nicht so schau, wie schief das jetzt aufgegatscht hat. Das jetzt hinstellen müssen. Nee, das ist nicht. Kannst du dich noch erinnern, wie das früher einmal war? Wir haben noch gehabt kein Facebook, aber trotzdem waren wir da. Wir wollen nicht zusammenreichen, nein, wir hatten damals keinen Plan. Kannst du dich noch erinnern, wie das früher